Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin mit Bildungsauftrag. Wir stellen Ihnen heute ein minimalistisches Facelift vor, denn es betrifft nur den Namenszug. Der Hersteller heißt Škoda und genauso spricht man das aus, obwohl die Buchstaben jetzt anders aussehen. Škoda hat seinen Dachschaden im Namen repariert. Die erste Baustelle. Obwohl Deutsche diese Automarke meist Skoda nennen, ist die korrekte tschechische Aussprache Škoda. Denn über dem Buchstaben S steht ein umgedrehtes Dach. Solche diakritischen Zeichen oben oder unten bestimmen die Aussprache. Und das Häkchen selber wird Hatschek genannt, auch mal Carré, Hut oder eben Dach. Die zweite Baustelle. Das Wort Škoda bedeutet Schade und als Substantiv auch der Schaden. Wirklich schade, dass dein Škoda einen Schaden hat. Ohne Hatschek wäre der Hinweis auf den Schaden weg und die Deutschen könnten eben Skoda fahren. Also, was das S da aufs Dach bekommen hat, stiftet Verwirrung, ist international schwer abzubilden, muss vereinfacht werden. Und das ist das Ergebnis. Richtig schlau gemacht, denn der Dachaufbau auf dem S wurde abgerissen und eine Etage tiefer unauffällig eingebaut im Buchstaben selber. Das scharfkantige K ist jetzt besser grafisch eingepasst und zudem wurde im A am Ende ein Accent Grave bzw. Gravis versteckt, also der Abwärtsakzent als Betonungshilfe. Mission erfüllt, Dachschaden behoben. Mini und 500er Fiat wurden erfolgreich in die Gegenwart zurückgeholt. Beim VW Beetle ging das schief. Die Autohersteller gehen bei solchen Neuauflagen voll ins Risiko, denn wie kann man Nimbus mit aktuellen Ansprüchen vereinen? Und jetzt kommt auch noch der kultige R5 zurück. Ja, da muss man schon mit neuen Ideen um die Ecke kommen, wenn man solch eine Ikone wie den Renault 5 zurückholen will. Der R5 hatte perfekt in die Zeit gepasst. Zwischen 1972 und 96 wurde er über 9 Millionen Mal abgesetzt. Heute reicht es nicht, einfach den Antrieb auf elektrisch umzustellen und ein Tablet einzubauen. Renault selber titelt zum R5 E-Tech avantgardistisch, effizient, bezahlbar. Letzteres meint unter 25.000 Euro. Aber für diesen Preis bekommt man den nicht. Jedenfalls in 24 nicht. Und wenn später, dann in einer reduzierten Version mit 95 PS und 40 Kilowattstunden Batterie. Was wir hier vorstellen, ist die Version mit 150 PS und 52 Kilowattstunden Akku, die mindestens 33.000 Euro kostet. Allez-y! Streng genommen prägte ja das Heck die Identität des R5 und das ist auch hier so geblieben. Gute Idee hingegen, die Intarsienarbeit am Heckabriss, die sich als rote Linie bis vorne durchzieht. Nur genau von vorne, im Gesicht, passt die abwärts gezogene Flappe der oberen Leuchteinheit nicht zu den Quadratwinkeln darunter. Das Ladevolumen hat bei solchen Stadtautos nicht Priorität. Die 326 bis maximal 1106 Liter reichen für den urbanen Shoppingtrip allemal. Der Innenraum hat mehr poppiges Design als Größe, aber die 3,92 Meter Länge ermöglichen komfortable Frontsitze. Bloß wenn man da einsteigt, wer will beim Hochfahren des Infotainment denn solche digitalen Zuckungen sehen? Da wäre uns auf Schwarz das Wort Loading wirklich lieber gewesen. Selbstredend sind alle heute üblichen Helfer an Bord. Der wohl frankophilste Assistent ist ein Weidengeflecht der französischen Korbmacherin Marguerite Erlon. Wie bitte? Ja, kein Scherz, ein Baguettehalter. Encore? Damit das Ordnungsamt sehen kann, ob das am Laden ist, wurde eine große Anzeige außen auf der Haube vorm Lenkrad eingebaut. Voll? Nix wie weg. Die technischen Daten reichen wir komprimiert rein, denn wir wollen noch einen erstaunlich hilfreichen Fahrassistent von Renault vorstellen, den die Welt wirklich braucht. Zunächst das Übliche. E-Reichweite 405 km, Leergewicht 1524 Kilo, Frontantrieb mit 150 PS, Spitze 150 km/h, Länge 3,92 m,
Verbrauch 15,2 Kilowattstunden nach WLTP, Laden mit maximal 100 kW, Bordlader nur 11. Auch im R5 gibt es das ganze Bündel der Assistenzsysteme, die besonders im Stadtverkehr kontraproduktiv sind und den Fahrer nervlich extrem belasten. Dickes, fettes Oho an Renault, denn dort gibt es den My Safety Switch. Ein einziger Schalter links neben dem Lenkrad, mit dem man zumindest 5 vorab im Menü ausgewählte Quellgeister mit zweifachem Schalterdruck auf einmal deaktivieren kann. Da machen wir uns gerne zum Klakör. Vielleicht hilft das beim Absatz, denn der Marktanteil von Renault ist in Deutschland auf 1,8% zurückgefallen. Ups, they did it again. Nachdem Ford bereits den Autonamen Mustang für ein E-SUV missbraucht hat, so zumindest die Meinung der Fangemeinde, folgt nun der legendäre Ford Capri als Namensgeber für ein E-Crossover. Da singen wir doch frei nach Rudi Schurike, wenn bei Sonne der gelbe Capri im Meer versinkt. Beatles oder Stones? Die Lager hatten sich ebenso scharf gespalten wie bei der Wahl zwischen Opel Manta oder Ford Capri. Beides kultige Pseudosportwagen für die Halbstarken, gebaut 1970 bis Ende 87. Und nun soll er wieder zurückkommen, der Capri von Ford? Schon auf den ersten Blick gibt es drei Antworten darauf. Nein, nein und nochmals nein. Da will die Capri-Sonne einfach nicht scheinen, auch wenn vom Marketing die postgelbe Farbe schon als halbe Miete gefeiert wird. Und dann ist da noch einiges vom VW ID.5 drin und vieles aus dem Elektro-Ford Explorer übernommen. Optisch? Einer wie alle. So sehen die meisten elektrischen Crossover aus. Aber gut, was haben wir denn da? Zunächst die Extended Range Versionen mit 77 oder 79 Kilowattstunden mit Heck- oder Allradantrieb. Bei der Leistung steigert sich das Allradmodell allerdings von 286 auf 340 PS. Natürlich gibt es überall formsprachliche Zitate aus dem Capri-Erbe. Erkennbar, wenn überhaupt, nur für absolute Insider. Originell wenigstens der aufgesetzte Soundbar beim extra B&O-Anlage. Ebenso schlau ist der kippbare Zentralbildschirm, hilft gegen Blendungen und versteckt ein Ablagefach. Ja, natürlich Sportsitze. Ladevolumen rund 625 bis 1500 Liter. Beide Versionen schieben mit 545 Newtonmeter, beim Capri Allrad ziehen vorne weitere 134 Newtonmeter. Dementsprechend geht es statt mit 6,4 Sekunden in 5,2 auf 100. Abgeregelt ist immer bei 180 Spitze. Auch beim Laden geht es entweder mit maximal 135 oder eben mit 185 kW voran, bei Wechselstrom aber beide nur mit 11 kW. Als E-Reichweite werden 627 oder 502 Kilometer angegeben, bei rund 14 bzw. 16 Kilowattstunden auf 100. Tja, das sind ja durchaus Werte, die im Wettbewerb bestehen könnten. Und das ist ein Auto, das sich auch optisch nicht verstecken muss. Aber wir sehen hier kein wirkliches Coupé und schon gar nicht einen Capri. Besonders wenn man an den alten 3-Liter V6 denkt. Aber den Missbrauch von Modellnamen bei Autos haben wir ähnlich schlimm ja auch erlebt beim Smart oder gar bei Borgward. Jetzt zeigen wir Ihnen endlich mal wieder ein ganz normales Alltagsauto. Ja, das ist es zumindest für die, die ihn fahren, die ihn gekauft oder besser noch bezahlt haben. Aber es ist nur eine einfache Zahl. 911. Das Wichtigste zuerst. Nicht, dass jemand denkt, wir hätten das Lager gewechselt und sind in die PS-Protzer-Fraktion übergelaufen. Wir erlauben uns die Vorstellung des neuen Porsche GT3. Dieses Modell ist eher eine Art Rennwagen mit Straßenzulassung.
Dreh- und Angelpunkt ist klar der 4 Liter Saugermotor. Der Boxer leistet unverändert 510 PS und er darf das auch weiterhin zeigen. Denn die aktuellen deutlich verschärften Abgasnormen konnten abgefangen werden durch die Feinstarbeitfilter und 4 Katalysatoren, überarbeitete Zylinderköpfe, schärfere Nockenwellen vom GT3 RS und strömungsoptimierte Einzeldrosselklappen sowie der optimierte Ölkühler. Damit ließen sich die Umweltschutzauflagen erfüllen. Es gibt ihn mit dem bekannten 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und nach wie vor als Handschalter. Für viele Käufer ist wichtig, zu den oberen 300 zu gehören. Meint, mit maximal 313 km/h Spitze fahren zu können. Naja, zumindest das Auto könnte das. Zur Optik, und da muss man erklären, nein, das ist kein Shishi. Denn bei solchen Leistungsdimensionen kann ein kleines Detail große Wirkung entfalten. Aerodynamische Optimierungen gab es am Frontdiffusor, an der Buglippe und bei den Finnen am Unterboden. Ebenso am Heck, Diffusor, Lufteinlässe und Heckdeckel sind neu gestaltet. Der Heckflügel hat jetzt angewinkelte Sideplates. Damit beschleunigt der neue 911er GT3 nun mit PDK in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht nur 311. Mit gekonntem Handschalten in 3,9 Sekunden und eben auf 313 Spitze. Tja, so kennt man ihn. Neu ist allerdings eine Doppelstrategie. Zum 25-jährigen Jubiläum startet der neue GT3 erstmals zeitgleich in 2 Varianten. Als rundstreckenaffiner Sportwagen mit Heckflügel und als dezentere Variante mit Touring-Paket. Denn ohne den feststehenden Flügel bewahrt er die wirklich zeitlos schöne Linie eines 911ers. Für Anpressdruck sorgt dann ein ausfahrbarer Heckspoiler mit Abrisskante, der sogenannte Gurney Flap. Innen gibt er sich dann nicht so puristisch, sondern mit gemütlicher Lederausstattung und dem gewohnten Porsche-Ambiente. Die zweite kleine Sensation. Anstelle des Extras, hinten verschraubter Überrollkäfig aus Stahl, gibt es für die Touring-Version erstmals eine optionale Rücksitzanlage. Vermutlich weiß Porsche, warum da im Text nichts von Rücksitzen steht. Würde wohl falsche Erwartungen wecken und ein Pseudo-Rennwagen als Viersitzer. Naja, beim CO2-Fußabdruck könnte man da ja auch durch 4 Personen teilen und beim Preis ebenso, wären dann 52.250 Euro pro Person. Macht dann eben 209.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Den Steuerberater wird's freuen. 4 Themen in einer Sendung, das ist ungewöhnlich viel und deshalb verabschieden wir uns jetzt ganz schnell. Tschüss!